Und dann will ich nicht versäumen, dass hier auf dem Platz ja auch ganze Reihe von Delegationen sind, denn Stuttgart 21 ist ja ein Projekt, das unsere ganze Region angeht. Und deshalb gehört ihr dazu, ihr seid wichtig, ihr aus Nürtingen, große Delegation. Ihr aus Rheinfelden, Echterdingen und den Bildern, ebenso eine große Delegation. Eine Delegation aus Ulm, ihr seid große Nutznießer. Und natürlich, unsere Tübinger sind auch da, die immer wieder auf die Palme gebracht werden. Nun, wer ist da? Biberacher, die Biberacher sind da. Herzlich willkommen. Auch Ralf aus dem Schwarzwald ist da. Und Schwäbisch Gmünd ist auch unter uns. Also, es sind viele da. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Nun, Schwieberdinge, also jetzt reicht's. Gut, ihr dürft mir einen Zettel zustecken, dann nenne ich euch nachher alle zwischendurch. Jetzt, wenn wir jetzt Herrn Grubel zuhören, dann wissen wir ganz genau, dass die Bahn sich nicht an den begrenzten Horizont der Stuttgart 21 Kritiker binden darf. Um unseren Willen. Die Bahn AG muss die deutsche Verkehrspolitik mit den europäischen Verkehren kompatibel machen. Das ist ein bisschen mehr als K21 klein klein. Da geht es um ein bisschen mehr. Deshalb sagen wir ja auch immer wieder den Kritikern von Stuttgart 21, lasst doch bitte um Himmels Willen euren Verstand oben. Der soll oben bleiben. Das andere kommt noch. Für diese Horizonterweiterung, die wir jetzt brauchen an dieser Stelle, Herr Grube, ich freue mich unendlich, dass Sie da sind, dass Sie Zeit haben. Sie haben jetzt das Wort. Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Befürworter des Projektes Stuttgart 21 und der Neubaustrecke Wendling-Ulm, erst einmal vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich möchte drei Gründe erläutern, warum es mir persönlich ein ganz besonderes Anliegen war, heute hier bei Ihnen zu sprechen. Erstens, um mich bei Ihnen allen zu bedanken für das einmalige und großartige Engagement. Denn wir wissen alle, dagegen zu sein, ist viel, viel leichter, als endlich mal dafür zu sein. Was Sie hier alles auf die Beine gestellt haben, das ist nicht nur klasse, das ist vorbildlich und dafür bedanke ich mich persönlich, aber auch im Namen meiner Kollegen. Vielen, vielen Dank. Bedanken möchte ich mich auch bei unseren vielen, vielen fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere hier in der Region. Ich möchte mich bei allen bedanken, die wöchentlich die Pro-Stuttgart 21-Demonstration organisieren. Und bei allen, die heute nicht hier sein können, aber sich tagtäglich mit sehr guten Argumenten für unser Projekt einsetzen. Und bei allen, meine Damen und Herren,
die sich auch außerhalb von Stuttgart zusammenschließen, um sich für das Projekt Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendling-Ulm engagieren. Zweitens, es liegt mir sehr am Herzen, dass wir uns weiter sachlich und mit Argumenten einbringen und alles unternehmen werden, meine Damen und Herren, um das Schlichtungsverfahren unter Leitung von Heiner Geißler nicht zu gefährden. Ich habe von Anfang an immer wieder dazu aufgerufen, sich an den runden Tisch zu setzen, um die Sachargumente auszutauschen. Leider hat es ein Jahr gedauert, bis dieser sogenannte runde Tisch gestern das erste Mal stattgefunden hat. Aber, wie sagt man so schön, es ist nie zu spät. Und dafür danke ich Heiner Geißler. Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt gilt es, besonnen zu sein, konstruktiv mitzuarbeiten, nicht weiter zu emotionalisieren und nicht den Prozess, der ohnehin schon politisch angeheizt genug ist, nicht noch weiter politisch anzuheizen. Wir, meine Damen und Herren, als Befürworter, als Pro Stuttgart 21, sollten uns auf keinen Fall den Vorwurf machen lassen, dass wir den Prozess gestört haben. Nein, meine Damen und Herren, am 28. November 2010 muss es heißen, die Befürworter des Projektes haben alles, aber auch alles unternommen, um sachlich, um argumentativ, um persönlich überzeugend und glaubwürdig alle Fakten auf den Tisch zu legen. Und meine Damen und Herren, ich füge hinzu, das sagt und macht man nur, wenn man ein absolut gutes Gewissen hat. Und das habe ich. Drittens, meine Damen und Herren, möchte ich die Chance nutzen, heute bei Ihnen nochmals kurz die Fakten und die Argumente für diese beiden Projekte zu nennen und klarzustellen, warum K21 keine Alternative ist. Erstens, es gibt einen Vertrag, einen Staatsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich, der sogenannte La Rochelle-Vertrag, der am 22. Mai 1992 unterzeichnet worden ist, mit dem Ziel, dass die Schnellbahnstrecke, die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Paris, Straßburg, Stuttgart, München, Wien und weiter gebaut wird, auf eine Geschwindigkeit bis zu 250 km/h. Alle, meine Damen und Herren, alle Länder, die diesen Vertrag unterzeichnet haben, mit einer Ausnahme, haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die Franzosen haben die Schnellgeschwindigkeitsstrecke von Paris nach Straßburg fertiggestellt. Die Österreicher haben bis an die deutsche Grenze in Salzburg alles fertig. Die einzige Strecke, die auf sich warten lässt, ist genau die, über die wir heute uns hier auseinandersetzen. Und meine Damen und Herren, ich habe gerade von einer Persönlichkeit, die hier unter uns ist, gerade vor der Veranstaltung gelernt, dass in 2005 zwei sehr bekannte deutsche Politiker, auf der einen Seite der Herr Müntefering und Christa Sager, eine Drucksache des Deutschen Bundestages herausgegeben haben, wo sie nachdrücklich um die Realisierung dieses Projektes bitten. Und meine Damen und Herren, alle, aber wirklich alle Parlamente, vom Kreisparlament, vom Landtag, vom Deutschen Bundesverkehrsausschuss, vom Deutschen Bundestag und auch das Europäische Parlament und der Europäische Rat hat in 2004 dieses neue Projekt zur Realisierung freigegeben. Meine Damen und Herren, ist das doch einfach falsch, wenn man behauptet, die Öffentlichkeit ist nicht beteiligt gewesen. Über 11.500 Bürgereinwände wurden von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berücksichtigt. Über 60 verschiedene Trassen wurden untersucht. Meine Damen und Herren, Stuttgart wird nie einen internationalen Flughafen bekommen. Stuttgart wird nie einen internationalen Binnenhafen bekommen. Die Straße, wie wir alle wissen, ist ausgereizt. Das Einzige, was noch möglich ist, die Anbindung an die transeuropäische Eisenbahn.
Meine Damen und Herren, nehmen Sie das eigene Beispiel. Seit Sie mit der Bahn von Stuttgart nach Paris fahren können, ist der Marktanteil der Bahn im Vergleich zum Flugzeug 60%. Das heißt, von 100 Reisenden von Stuttgart nach Paris reisen 60 Mitarbeiter, Bürger, Mitarbeiter dieser Stuttgarter Unternehmen mit der Bahn. Bravo. Nur, meine Damen und Herren, sage ich noch eins zu den Kosten. Wer ist es denn gewesen, der die Kosten nachgerechnet hat? Doch kein anderer, und ich bin weit davon entfernt, selbst auf meine Schulter zu schlagen. Aber eins kann ich Ihnen sagen, und darüber bin ich sehr froh. Als ich den Finanzierungsvertrag gesehen habe, der 4 Wochen, bevor ich die Aufgabe als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn übernommen habe, unterzeichnet worden ist, und Sie kennen alle die Namen, die will ich jetzt nicht wiederholen, da stand deutlich unter der Zahl von Stuttgart 21 der Planungs- und Kostenstand von 2004. Und das Gleiche stand auch unter der Summe und der Wendling-Ulm. Meine Damen und Herren, da ist doch kein Mensch auf dieser Straße, der glaubt, dass ein Projekt, was in 2009 unterzeichnet wird, noch die Kosten von 2004 hat. Das hat doch jeder gewusst, das weiß doch jeder. Und meine Damen und Herren, Herr Drexler hat es gesagt, wenn Sie solch ein Projekt realisieren, dann sind die Kosten und die Finanzierung, die dafür aufgestellt worden sind, was ohnehin schon lange genug dauert. Übrigens, es dauert ja nur so lange, weil alle beteiligt werden. Und da kann ich Ihnen nur sagen, die Kosten und die Projektfinanzen sind zweckgebunden. Das heißt, ich kann nicht hier aufhören und das Geld einfach nehmen und in die andere Baustelle hineintun. Ich sage immer, das hat aber nichts mit der Professionalität von Herrn Schäuble zu tun, aber das Geld ist morgen im Bermuda-Dreieck von Herrn Schäuble. Das Geld ist weg, meine Damen und Herren. Und jetzt noch eins. Erstens, wenn wir heute aufhören würden, was wir nicht machen, hätten wir, meine Damen und Herren, Rückabwicklungskosten von 1,4 Milliarden Euro. Ich weiß gar nicht, wo immer dieses Gerücht von 400 Millionen hinkommt. Ich sage Ihnen mal die Kosten. Erstens, wir haben 2001 für 460 Millionen Grundstücke an die Stadt verkauft. Und in dem Vertrag steht drin, wir müssen für die Zeit Zinsen zahlen, wenn wir es zurückgeben, und wir müssen natürlich auch den Wert zurückgeben. Für diese Grundstücke haben wir 460 Millionen bezahlt. Allein an Zinsen, meine Damen und Herren, müssen wir 285 Millionen bezahlen. Zweitens, wir haben mittlerweile Planungskosten für Stuttgart 21 von 260 Millionen ausgegeben. Wir haben Planungskosten für die Neubaustücke Wendling-Ulm in der Größenordnung von 170 Millionen ausgegeben. Und wir haben bereits Aufträge an mittelständische und Unternehmer ausgegeben im Werte von 240 Millionen. Wenn Sie, und da bin ich gar nicht so ganz zimperlich gewesen, ich habe viele Dinge, kleine Themen gar nicht genannt. Das sind in Summe, meine Damen und Herren, 1,4 Milliarden Euro. Und jetzt sage ich Ihnen ganz klar, die Deutsche Bahn kann, darf und will keinen Stopp. Wir haben einen Vertrag, meine